Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Enshrouded. Heute richten wir auf jeden Fall die Werkstatt komplett ein und ich freue mich schon sehr drauf. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht einen Like dazulassen, den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren. Und schaut bei mir auf dem Discord-Server vorbei, hier haben wir eine richtig coole Community und auch eigene Enshrouded-Server. Solltet ihr jemanden zum Spielen brauchen oder einfach nur nette Leute zum Quatschen, dann schaut mal in den Link in der Infobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und let's go! Also zuallererst dachte ich mir mal, dass ich das ganze Zeug hier aufnehme. Hallo? Damit wir hier einfach Platz haben. Hä? Ist da was drin? Nö, wieso kann ich es nicht aufheben? Jetzt halt. Sehr schön. Und was ich mir tatsächlich noch überlegt habe, ich möchte eigentlich gerne, dass wir den Magier hier reinpacken. Ja, der Zimmermann hat es zwar verdient mit seiner Grießcremigkeit, aber er braucht ja tatsächlich wahrscheinlich einen kleinen Ticken mehr Platz und deswegen möchte ich gerne den Magier da drin haben. Deswegen heben wir doch jetzt alles mal hier auf. Dann natürlich das Ding hier, wenn ich es jetzt irgendwie noch kriege. Jawohl. Und da möchte ich eigentlich diese Kugel auch aufnehmen. So, das hier muss weg. Die Werkzeuge müssen weg. Und dann packe ich mir mal alles kurz so hin, dass ich weiß, was der Alchi alles hatte. Der hatte aktuell nur diese vier Sachen. Correcto mundo. Drehen wir doch das Ganze mal. Also das müsste vorne sein. Und eigentlich würde das ja richtig schön hier in die Ecke passen. Aber ich möchte es irgendwie gerne noch verzieren. Jetzt gucken wir mal, wenn ich das so hinstelle, ob ich dann tatsächlich da auch noch was bauen kann. Mit dem Stadtmauerblock. Ja, das geht. Okay. Das finde ich nice, weil sonst dann steht es nicht so random einfach in der Gegend rum, sondern macht noch ein bisschen was her dann. Gehen wir mal dahinter. Ach, komme ich da nicht hin? Okay. Dann müssen wir das noch einmal kurz aufheben. Und dann hier so weiterbauen. Nope, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier eins hin haben. Hä? Gehört es dann einfach so oder was? Ja, okay. Da könnte man ja zum Beispiel hergehen und dann diese Kugel reinstellen. Jetzt habe ich halt gerade nur eine, aber das macht ja nichts. Wir können ja einfach noch eine machen. Und dann brauche ich das hier wieder. Drehen wir es mal ein bisschen und packen es mal so hin. Ja, sieht auf jeden Fall schon um einiges besser aus. Dann tun wir da hinten noch eine andere Kugel hin, wenn es dann tatsächlich an die Deko geht. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben den Mörser noch. Und ach ja, dieses Ding, was immer ausschaut wie so ein, was immer ausschaut wie in der Disco, so ein Kühlbehälter, wo irgendwelche Alkflaschen drin sind. Das ist das Ding hier für mich. Und ich überlege mir halt, wie man das am besten einbinden könnte. Den Mörser könnte man ja auch wo draufstellen. Das wäre ja jetzt nicht das Thema. Den könnte man einfach hier so draufstellen. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich mache die beiden wieder weg und stelle ihn dann tatsächlich einfach nur hier in die Ecke. Schon so mittig irgendwie hätte ich den gerne. Ja, so ist auf jeden Fall besser. Dann könnte man jetzt noch hergehen und hier einfach mal so eine Säule nach oben basteln. Ist das richtig? Ja. Genau, dann ist der da so in der Ecke. Ja, irgendwie so. Okidoki. Dann haben wir ja aktuell tatsächlich nur noch dieses Ding hier. Wo soll ich denn das hinstellen? Nee, eins zurück, please. Ich könnte den auch einfach da reinstellen. Ja, ich glaube, das gefällt mir so. Dann fehlt da natürlich nur noch die Deko und der Typ, ist ja ganz klar. Die Fackel muss hier auch weg, da möchte ich was anderes haben. Dann habe ich mir überlegt, ob ich den Schmied nicht hier hinten hin machen möchte. Denn der hat nicht so große Werkstätten wie tatsächlich die Jägerin. Die Jägerin kommt dann hier rein.
Und der Zimmermann, ja, der bleibt halt einfach hier so und hat hier sein kleines Arealchen, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich möchte tatsächlich diesen Brennofen. Eigentlich wäre es ziemlich geil, wenn der in der Wand drin wäre. Weil dann würde man sich nämlich auch wieder eine Menge Platz sparen. So sieht's ganz geil aus eigentlich. Okay, was haben wir denn noch? Wir haben seine Schmiedi. Die möchte ich, glaube ich, ans Fenster stellen. Und eigentlich wäre es doch cool, wenn die auch irgendwie eingebaut wäre, oder? Sollen wir das vielleicht bei der Schmiede einfach mal lassen? Was habe ich denn jetzt gerade? Den Stadtmauerblock. Hey, das sieht richtig cool aus. Oha, wenn ich jetzt hier noch was hinmache, dann sieht es aus wie so eine chillige Sitzbank. Ja, okay, du kannst mal kurz. Ja, nur dass da diese drei komischen Dinger sind. Ich lass das. Irgendwie taugt sich's und das könnte dann voll der Kamin sein. Gut, wir müssen trotzdem irgendwie schauen, dass wir diese Schmiede dahin verfrachten. Dann ist es halt quasi so einfach so sein Ausruhspot, würde ich jetzt mal sagen. Oder wir machen sie tatsächlich da rein. Ja, ich glaube, es wäre geil, wenn wir sie dann doch dahin stellen. So. Und da könnte man, je nachdem, wie es ausschaut, von hier oben. Nope. Wie so eine Art Dunstabzugshaube machen. Ja. Taugt sich. Dann bauen wir das hier so hin. Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das hier. Das würde ich gerne freilassen. Aber hier hinten hätte ich gerne was. So, kann ich zufälligerweise da leider nichts hinmachen. Schade. Aber eigentlich gefällt es mir so auch schon ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich eine Säule nach oben brauche. Ich glaube, das lassen wir mal. Und was wir dann eben nur noch haben, ist dann tatsächlich der hier. Der jetzt auch fertig sein müsste mit meinen Kupferbarren. Und das Ding ist auch so groß. Ich mache das Ding hier in die Mitte, aber anders. Und jetzt möchte ich gucken, ob ich das hier reinstellen kann. Ja, ich könnte es tatsächlich hier reinstellen. Ich meine, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ah, Junge. Ich möchte, dass du irgendwie hier so drin stehst. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber ich will das jetzt einfach so. Das war der grobe Steinblock. Dann nehmen wir den auch erstmal, um das hier zuzumachen. Der also kommt, Leute. Irgendwie hat's doch was, oder? Seid mal ehrlich. Weil ich kann es so immer noch benutzen. Wir brauchen natürlich wieder den Beschwörungsstab und unseren Schmiedibus. Ach ja, wir müssen ihm noch seine Werkzeuge hinstellen. Und wo soll der Gute jetzt stehen? Eigentlich hätte ich ihn gerne hier so, glaube ich. So. Und wo kriegst du deine Werkzeugchen hin, mein Guter? Hier oder sieht es dann doof aus? Das sieht dann, glaube ich, doof aus. Könnte sie auch da draufstellen, aber das soll ja seine gemütliche Chiller-Ecke sein. Ah, wisst ihr was? Er hat sie einfach hier. Genau. So machen wir das. Sehr schön, dann haben wir das Wesentliche da jetzt auch schon drinnen. So, also natürlich wäre es sinnvoll, wenn man die großen Sachen irgendwie halt nicht ans Fenster stellt. Aber bei der Jägerin habe ich, glaube ich, tatsächlich so meine Probleme. Ich meine, man kann das natürlich zum Beispiel. Warte, was ist denn das? Der Webstuhl. Ist der so richtig rum? Oder muss der so rum? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das passt schon, wenn der so rum ist. Den könnte man halt so weit wie möglich irgendwie reinschieben. So zum Beispiel. Dann könnte man nämlich da einen Stuhl davor stellen. Und dann sieht es halt so aus, als würde sie da irgendwie was rumdeichseln. Und was haben wir hier? Die Gerbereistation. Die wäre vielleicht dann ganz gut, wenn sie hier so steht. So. Maybe. I don't know. Ja, die Jägerin ist nicht so meins zum Einrichten, glaube ich.
Das Trockengestell haben wir ja auch noch. Wobei, das könnte man natürlich irgendwie auch so hindeichseln, als wäre es ein Regal. Müssen wir uns dann gleich mal anschauen. Und was wir dann aktuell noch von ihr haben, ist ja diese kleine Handspindel. Stellen wir mal ins Eck. Also, was könnte man jetzt hier irgendwie Schönes draus zaubern? Naja, gut, sieht auf jeden Fall besser aus als davor. Und wenn ich jetzt hier. Achso, hier oben ist schon zu. Okay. Okay, also, ja, das sieht definitiv besser aus. Ja, gut, im Prinzip könnte man natürlich hergehen und das jetzt alles irgendwie so ein bisschen in so einem Stil gestalten. Ist zumindest schöner wie irgendwas anderes. Dann trennen wir dieses hässliche Ding jetzt noch irgendwie ab. Das ist halt wirklich ein hässliches Ding. Ja, ich muss mir da noch für die Gerbereistation muss ich mir irgendwas einfallen lassen, weil das ist so einfach nur irgendwie hässlich. Also, Jägerin, where are you? Okidoki, das heißt, wir haben im Prinzip ja nur noch unser kleines Schreinerchen. Bei ihm weiß ich halt auch nicht, ob noch irgendwas dazukommt. Das ist das Problem, was ich bei ihm habe. Deswegen schauen wir mal, ob ich ihn überhaupt heute schon richtig einrichten kann mit seinem Stuff. Weil vielleicht kommt ja da auch noch was dazu, dass wir den Platz auf der Seite noch brauchen. Okay. Gut, wir haben im Prinzip jetzt alles, was wir machen wollten. Was kann er mir denn jetzt Schönes an Deko machen? Oh mein Gott, jetzt kommt's. Geheimtüren brauche ich nicht, Baugerüste auch nicht, Zäune. Brauche ich nicht. Wie sieht denn das Palmholzregal aus? Passt es hier zur Einrichtung? Wenn ich das zum Beispiel hier so hinstelle. Schwierig, weil bei mir alles so dunkel ist und das Palmholzregal ist halt so hell. Also eigentlich glaube ich, dass dann dieser Holzschrank am besten passt, weil das ist ja so geschnitzter Holzschrank, primitiver, großer geschnitzter. Ich glaube tatsächlich, Leute, dass das gerade zumindest hier in meine Butze am besten reinpasst. Den könnte man auch so hinstellen. Ja, das passt einfach vom Holz halt viel besser. Ich kann es ja nicht ändern. So, zuerst mal haben wir ja gesagt, dass hier so ein Stühlchen hin kann. Und dann soll der Alchi eigentlich auch noch einen Stuhl kriegen. Und zwar vielleicht da. Das würde eigentlich gut da hinten an die Wand passen. Aber da komme ich nicht dran wegen diesem Scheiß. Oder wir hängen es direkt über ihn. So. Genau. Alchemist, möchten Sie einen Teppich haben? Nein, du kriegst keinen Teppich. Wie gemein, oder? Natürlich kriegen Sie alle einen Teppich irgendwie. Jetzt kriegt zuerst mal die Jägerin einen. Ach, das ist eine süße kleine Kiste. Die kann man einfach mal hier ins Eckchen stellen. Und du hast genug Licht, oder? Wir haben hier die zwei. Ich glaube, bei ihr müsste es passen. Wie sieht das eigentlich aus? Ach, das ist so klein. So klein und süß. Das könnte man eigentlich hier beim Schmied hinstellen. Ja, irgendwie so. Der braucht auch einen Krug. Und natürlich eine Tasse, die immer da drinnen rumdingselt. Aber naja. Ja, Leute, und dann würde ich tatsächlich sagen, bin ich fürs Erste fertig mit Einrichten. Der Boden fehlt noch, bei dem bin ich mir aber immer noch nicht sicher. Lasst mich noch mal kurz schauen. An irgendeiner Stelle, wo es jetzt. Lasst mich den mal kurz noch gucken. An irgendeiner Stelle, wo es jetzt nicht ganz so schlimm wäre.
Also nur mal so aus Neugier, was ist denn das jetzt? Der schicke Steinblock. Geflochtene Block, okay. Fachwerk. Ja, aber Stein wäre mir, glaube ich, lieber. Kalkstein. Na gut, der sieht irgendwie fast so aus wie der hier, ne? Veredelter Holzblock. Nee, ich hätte gerne Stein. Da muss ich dann tatsächlich nochmal gucken. Jetzt geht's nicht mehr zu. Ach man, ich hasse mein Leben. Egal, Leute. Wir sind für den Part auf jeden Fall fertig mit den Werkstätten. Ich hoffe, es gefällt euch einigermaßen. Ja, ich weiß. Der Stil ist irgendwo immer der gleiche, aber jeder hat ebenso seinen Stil und mir gefällt es tatsächlich auch so, mal abgesehen vom Boden. Ich mag das, dass es hier eingebaut ist und auch das Ding hier finde ich ganz cool. Vielleicht kann man das irgendwie noch ein bisschen schöner gestalten, indem man es eins weiter höher setzt oder so und dann doch noch Steine drumherum macht. Aber ja, genau, bei der Jägerin bin ich ja soweit auch erstmal zufrieden. Da muss ich einfach gucken, wenn ich wirklich das komplette Spiel fertig oder durch habe, was mir dann tatsächlich alles an Deko zur Verfügung steht. Ich muss ja auch noch in die Dungeons und so weiter. Deswegen will ich eben hier nicht ganz so viel Herzblut reinlegen, wie dann in ein Gebäude, was dann wirklich final ist. Ja, und an der Stelle beende ich den Part dann auch wieder. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, einen schönen Abend, macht's gut, bye.